Der Gorilla muss doch noch Gitarre spielen können. Meinst du, der kann kriegt er, das hin? Kann er, hat er gelernt im Zoo. Das ist aber langweilig, Digga. Was auch sowas die Gorillas den ganzen Tag da machen. Ja, aber der macht das mit seinen Füßen, weil die sind beweglicher als seine Hände. Ja, und der Hut ist zur Kostümierung, damit sie nicht von den Bullen angehalten werden. Hakuna Matata, unser Herz, willkommen bei einer weiteren Folge GTA, heute Parkour El Mexico. Und diese Map ist von Sommerkind 01 und sie ist derzeit die amtierende Ziegenkönigin. Die mexikanische Ziegenkönigin. In 12:45 geschafft, richtig geil. Und ich hoffe, die Zeit in Australien und Neuseeland und Asien war gut. Okay, war erstmal prügeln wir uns. Bisher hast du nämlich immer gewonnen, die Prügelduelle. Also was das angeht, bist du der Russell Crowe. Genau, wir haben letztes Mal den Namen gesucht. Russell Crowe. Mit Prügel um die Welt bist ich bin du der Russell Crowe. Achso, du musst wollen wir jetzt oder was? Digga, dass du es immer wieder schaffst! Wie schaffst du das? Digga, Timing ist das. Ja! Ja! Weil bei mir hast du keinen Schlag getroffen. Jetzt aber, oder? Jetzt hast du getroffen, ja. Aua! Digga, ich kann nichts machen! Digga! Ja! Dein Auto war im Weg! Schiebung! Da! Nein! Ja! Digga, ja! Russell Crowe! Das mit Prügeln um die Welt, Folge. Digga! Mit Prügeln um die Welt! Jede Folge schauen wir mal, ob du der amtierende Russell Crowe bleibst, natürlich. Digga, wo müssen wir... Ich hab echt keine Ahnung. Hier? Hallo? Das sieht aus wie hier, oder? Digga, wir haben eine richtige Ziegengitarre hinten. Richtig geil, Mann. Dann beschwören wir den Ziegenmann. Sogar. So beschwört ihr den Ziegenmann. Ihr müsst zeitgleich auf zwei Gitarren irgendein Lied spielen. Alle meine Händchen. Nein, das hat nicht geklappt. Digga, wie geht das? Da einfach rüberspringen? Eigentlich sollte man da rüberspringen, ne? Also wenn man durchfährt, auf jeden Fall nicht. Okay. Dann vorher einfach rausspringen. Mit ein bisschen mehr Speed. Ja! Dann drehe ich halt wieder ab. Ja! Oh, warte mal. Ich weiß nicht, wie man den Punkt bekommen hat. Ich stelle mich auf jeden Fall mal so hin. Digga, Alter, viel genau zu schlecht, Ecke. Alter. Viel zu schlecht. Digga, Hauptsache, ich lasse dich passieren, wie die Tomaten. Und trotzdem macht er mich an hier. Und weiter geht's mit dem Tornado. Hast du ja gesagt, rasieren wie Tomaten? Passieren. Rasieren wie Tomaten, auch nicht schlecht. Digga, was ist das für ein Rennen hier bis jetzt? Ah, jetzt wird's lustig. Was? Ey, schieß nicht, nicht schießen. Hallo, ich hab nicht auf deinen Kopf gezielt. Ich schon. Aber auf deinen, natürlich. Yeah. Lol. GG. Und? Ja. Digga, das gerade geklappt hat. Digga, was für eine scheiß Mistkarre das ist, ey. Sommerkind, was falsch bei dir? Warum so ein Rotzauto? Digga, der Tornado, er läuft. Ja, ich kann doch nicht mal drehen hier richtig. Alter. Oh. Komm, hier hast du nochmal die nächste Chance. Du musst einfach zurückfahren. Mach den Burnout. Mach den Burnout und zurückfahren dann. Burnout. Digga, was willst du mit Burnout? Komm nicht weg. Doch, das sieht gut aus. Soll ich dir helfen? Warte mal, ich helf dir. Oh, jetzt hast du verkackt. Digga, was für eine Rotzkarre. Ich konnte dir gerade helfen. Ja, du wolltest mir gerade helfen, war bestimmt. Schauen, was hier hinten drin ist. Also, wir haben hier drin eine schöne Gitarre, einen Sombrero, noch eine sexy Gitarre und eine mexikanische Flagge. Ey, Digga, das kann nicht wahr sein, Alter. Fahr da nicht rüber und bleib oben. Digga, das kann... Warte, ich stell mich da gleich mit hin. Ich würde gern... Warte mal. Ich respawne, einfach mal, um zu wissen, ob das so schwierig ist. Jetzt hat er es geschafft. Und... Hallo? Hä? Digga! Also bei mir warst du da drunter! Please! Was, wo war ich? Ja, unter dem Container! Hä, warum? Wie soll ich denn unter den Container kommen? Ja, sei mich auch gefragt! Oh nein, ey. Leute, hast du noch vergessen?
Digga. Okay, aber ich habe bisher zwei Tries und bin immer wieder drauf gekommen. Okay. Ich komme wieder rauf und rutsch runter. Also, wir machen jetzt Avalanche. Kennst du Avalanche, Deko? Mama kennt Avalanche. So. Oh. Hello, my boy. Oh, so, jetzt nicht mit Speed fahren. Nein! Ein bisschen Speed brauchst du schon. Lol. Das war schon wieder fast zu viel, ey. Ich hab, die Karre kann ich einfach null einschätzen und jetzt fick dich. Digga, du wolltest mich abschießen! Du wolltest mich eiskalt abschießen. So, jetzt beeil dich mal ein bisschen hier. Digga, wie lange brauchst du denn? Das geht nicht mehr, oder? Warte mal. Sieht nicht so aus. So, nehmen. Daddy kümmert sich darum. Daddy macht das hier klar. Bedanken kannst du dich danach. So, einmal noch. Digga, hör auf, irgendwas zu werfen. Und... er ist Ruppe. Okay, dann können wir auch weiterfahren. Alter, das war aber... explosive. Digga, was hier für eine schwere Geburt hier, Alter. Was für eine schwere Geburt. Okay. Alter, das kann hier noch lustig werden. Digga, lass mich in Ruhe. Digga! Ich hoffe, ich hab genug Zeit, dich auch noch wegzusammen. Warte mal. Da, da, da. Da, 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 da. Wow. Alter. Alter, close. Digga, warum haben wir hier zwei Sterne? Weil du mich gerade abgeknallt hast? Ja, und das hast du verdient. Digga, die Bullen laufen gerade da hinter dir her, ist das schön. Die müssen dich jetzt nur mal erwischen. Oh. Digga, die sollen auf dich schießen. Oh. Sind das für Lappenbullen? Nein! Oh. Die sollen nicht auf mich schießen, verzieht euch, ihr Wichser. Oh. Hilfe! Nein! Leute, ich bin auf die Bullen gefallen, hab jetzt dafür einen Stern bekommen. Die sind so lappig, ey. Oh, okay. Ich hab den nächsten Punkt, Alter. Ich glaube, das ist einem schwer? Müssen jetzt Polizei. Wo seid ihr? Okay. Meint ihr, ist das schlecht, wenn wir so Gewalt gegen Polizisten zeigen? Digga, die haben sich anders verdient. Genau, die haben angefangen. Digga, ich hab die ein wenig gestreichelt mit meinem Auto und schon knallen die auf mich. Digga, was soll das? Digga. Oh. Dann vorbei. Leute, hast du Bulldozer? Verzieht euch! Kann sein, dass jetzt auch noch ein Heli da ist? Möglich? Warte, wo ist ein Heli? Digga, was will der Heli denn mit mir? Ey, ganz ehrlich, du klaust einen Bullen, warum der ist auf meinen Arsch, weil ich einen Bullenauto berührt habe? Oh, danke schön. Digga, steht 5-1. Knall den Helikopter ab! Wo ist die Mistsau? Hä? Wo ist der Heli? Alter. LOL. Deko ist gestorben. Der Please! Ist, der kann nicht respawnen. Digga, es wird keiner von uns auf jeden Fall der neue mexikanische Ziegenkönig oder Königin. Also, Deko! Weil wir dafür in 5 Minuten fertig sein müssen mit der Map. Du hast keine Sterne mehr, ich habe auch keine Sterne mehr. Weiter geht's. Digga! Oh, danke, Alter. Wir 100 pro runtergerast, das sind wir gewesen. So, next! So ein Fick-Deko! Okay, es geht endlich wird's, jetzt wird's spannend. Geht's hier, jetzt spannend. Jetzt geht's, ich verstehe zwar immer noch nicht, warum Mrs. Sommerkind so eine Map mit so einer hier, Scheißkarre, ne, erstellen musste. Der Tornado, ich glaube, weil hinten so ein Ziegensombrero drin ist. Was? Deswegen. Aber der ist falsch rum, da sind sogar zwei Sombreros. Weil, stimmt, da sind zwei Sombreros Gitarren. Ah, das sind immer Sombreros, das sind scheiß normale Cowboyhüte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben wir mit diesen Sachen vor? Alter, das ist eigentlich das Auto für Brokeback Mountain oder wie der Scheiß heißt, Alter. Digga, das ist auf jeden Fall. Zwei Auto. Komische Gitarren da drinnen mit zwei Cowboy-Hüten. Das ist hier für zwei Cowboys der sexuelle Urlaub. Das ist auf jeden Fall das Aufreißer-Outfit mit so einer Gitarre, Mann. Digga, zwei Gitarren, zwei Cowboy-Hüte für Männer. Das ist auf jeden Fall. Ich würde eher sagen, dass das auch. Für eine kleine Schlong-Party. Mit.
Mit Wechseldingern. Ich glaube... Am ersten Abend... Nein! Aus der nur für Kev-Map ist das. Das ist hier das Outfit, um sich abzusetzen von dem Map-Erbauer und dem Gorilla. Bitte was? Der Map-Erbauer und der Gorilla wollen sich zusammen absetzen. Ach so! Liebespärchen. Aber der Gorilla muss doch noch Gitarre spielen können. Meinst du, der kann kriegt er, das hin? Kann er, hat er gelernt im Zoo. Das ist langweilig, Digga. Was macht das? Sowas, die Gorillas den ganzen Tag da machen. Ja, aber der macht das mit seinen Füßen, weil die sind beweglicher als seine Hände. Ja, und der Hut ist zur Kostümierung, damit sie nicht von den Bullen angehalten werden. Für den Gorilla. Nein, das ist kein Gorilla. Das ist mein Freund. Freund mit einem Sombrero. Nein. Ey, das ist wieder so eine Scheißstelle hier, Alter. Wo du runterfährst und einfach nur, weil eine Unebenheit im Boden ist, verkackst am Ende. Ey. Digga, schneller! Diggi, wo bleibst du eigentlich? Hast du jetzt mit dem Gorilla abgesetzt oder was? Also ich habe auch dieses Outfit hier, aber das ist sozusagen Pussy Magnet Outfit, weil wenn du Gitarre spielen kannst, Digga, dann bist du der übelste King. Schön Lagerfeuer. Digga, das war vor Gitarre. 20 Jahren so, Alter. Digga, das ist immer so! Digga, du musst nur ein bisschen. Eine Olle, bisschen... die auf den Typen reinfällt, weil er Gitarre spielen kann. Das ist so. Die meisten können nicht mal Gitarre spielen, die haben nur ein Lied auswendig gelernt. Gitarre und Klavier, dann bist du der übelste G. Sing Muchachos, wenn ihr noch im jungen Alter seid, lernt Gitarre und Klavier, Mann. Ihr seid einfach die übelsten G's, Mann. Meine Mutter wollte immer, dass ich Klavier lerne. Ich hab's leider nicht gemacht. Jetzt bereue ich's. Ja, mit 16 ne? Fand ich das. Digga, dass du mich hier jedes Mal so wegtrollst, ey. Was für wegtrollen? Ich fahr einfach nach unten. Ja, aber du hältst mich dann auf und dann überschlage ich mich. Digga, wir blinken sogar noch! Ey, diese! Mann, rast ist hier so, ich bin keinmal bis zur Hälfte gekommen von dem Teil und dann war so ein Unebenheit im Boden, weshalb ich runtergeflogen. Ey, geh weg hier! Weg mit dir! Ey! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jawohl! Digga, warum? Yeah. Ich fahre einfach nur los! Verdient, ey, muss man sagen. Echt verdient. Bei dir passiert das nie, warum? Egal. Okay. Du musst halt auf dem Blech fahren. Wenn du zu weit links fährst und an der Straße kratzt, dann hast du auch verkackt. Du, ich glaube, du musst das super langsam einfach fahren. Ja, super langsam. Ich habe jedes Mal versucht, Fullspeed zu fahren. Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Digga, warum? Oh! Ja! Hast du das nicht das Problem? Alter, was denn? Jedes Mal, wenn ich losfahre, baller ich so nach vorne runter, dass meine Motorhaube vorne an den Bremser hängen bleibt und ich überschlagen mich. Jedes Mal! Ich schau mir das jetzt nochmal an. Lol. Aber das war ein nicer Try, muss ich dazu sagen. Ja, aber es bringt ja nichts. Jedes Mal, wenn ich losfahre, Alter. Warum? Schon wieder! Du musst Fullspeed fahren. Fahre doch Fullspeed, das sind Bremser, du Lappen! Du darfst nicht Fullspeed fahren, meine ich. Digga, das sind Bremser, ich kann gar nicht Fullspeed fahren. Ey. Digga, was hast du für eine behinderte Scheiße? Das hab ich doch am Anfang nicht. Digga, ich hatte das aber auch nicht. Jedes Mal, ich fahre los, hier schon wieder. 100% der Versuche. Warte. Schau mir das mal hier von der sicheren Position an. Das sieht nicht gut aus, Deko. Übrigens ist jetzt die Zeit vorbei für Ziegenkönig. Das schon wieder. Jedes Mal, 100%, jedes Mal. Fahr mal ein bisschen nach hinten. Alter, gerade noch so gerettet. Ey. Und dann komme ich schon so auf das Blechding, dass ich sofort runterrutsche, ne? Digga, und schon wieder. Was ist denn falsch bei ihm? Digga, warum bei jedem Try? Aus. Warum? Aber du kannst dich retten. Nee, doch nicht. Also wenn du noch einmal da drauf kommen solltest, mach es einfach richtig Low Speed. Dann ist es First Try. Digga, dass ich einfach nicht mal auf das Ding komme, weil ich mich jedes Mal überschlage. Ah, jetzt aber. Super langsam. Ganz, ganz langsam, genau. Ja. Ja. Bin so gespannt. Okay. Hey, Digga, ich hab kurz davor, dass ich dachte, hier an der Ecke bleib ich hängen und fliege runter. Ey, Digga, jetzt bleib ich hier hängen oder was? Ey, ganz. Nein, ich hoffe, da war ein Punkt. Oh, da war zum Glück ein Punkt. Okay, jetzt machen wir das mal Fullspeed. Alter Schwede. Fullspeed? Wir sind beide keine Ziegenkönige. Oh, keine mexikanischen Ziegenkönige. Ich dachte, es gibt einen Ziegenkönig und eine Ziegenkönigin. Wer von uns beiden ist dann was? Du bist die Königin oder was? Nein, also. Sommergind ist schon die Ziegenkönigin und wer das hier. Von uns, als erstes macht, der ist der Ziegenkönig. Ja, wir müssen schon eine Zeit treffen, ne? Wir sind
meilenweit weg von 12 Minuten irgendwas. Okay. Wir sind's nicht. Oh. Digga, das ist das Ziel oder was? Ehrlich? Ja, ich muss sagen, das hätten wir easy geschafft, glaube ich. Also 12 Minuten wäre easy drin gewesen. Da ist Deko. Oh, hätte man nicht. Ey, Digga, ich komme nicht hoch, ne? Da bin ich echt speedig hochgefahren. Ja, wenn ich Speed hätte, würde ich das machen. Ey. Du musst respawnen. Digga, warum? Digga, ich fahre hier lang mit ein bisschen Speed und ich fahre sofort gegen einen von den scheiß Holzdingern gegen, ne? Wenn du gerade fährst, dann geht das eigentlich relativ smooth. Okay, danach kommt jetzt noch ein Wallride und dann ein Wallride-Sprung ins Ziel. Das wird auch nochmal lustig. Also, sagen wir mal so, ich habe nicht W durchgedrückt, aber so bam, bam, bam. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, toll. Oh! Ey! Das ist so lustig, das anzusehen. Oh! Oh, ich glaube, das war der weiteste Try. Digga, ich komme hier einfach nicht weiter, Mann. Ich fahre da immer dagegen. Da, hier schon wieder. Da bei dem Teil fahre ich immer gegen. Ja, habe ich gerade gesehen. Ich habe gerade irgendwie einen Kran nicht gehört oder einen Geier. Ja, jetzt bin ich hier so übertrieben langsam hochgekommen. Ich wusste gar nicht, dass es Vögel gibt hier in GTA. Digga, ich will den abschießen. So, dann fahren wir jetzt den Warride. Oh! Oh! Okay, oh! Ist der Warrior tauglich, der Wagen? Ist der Warrior tauglich? Wir werden es gleich sehen! Okay, kann man einfach durchspeeden? Wir schauen mal. Digga, viel zu weit! Solltest ein bisschen abbremsen. Ja. Aber eigentlich kann man mit den übertrieben einfach da bis zum Ende kommen. Ja, Alter, jetzt am Ende. Vor jedem Speed bleibt man fast stehen. Ich bin gerade Fullspeed fast durchgefahren. Warte, ich bremse jetzt mal ein bisschen. Leute, ich bin viel zu langsam. Ich habe komplett W durchgedrückt. Oh, warst du langsam? Ich war viel zu schnell. Jetzt war ich aber auch gerade zu langsam. Vielleicht hatte ich einfach gerade so einen richtigen OP-Try. Oh. Ja, ich glaube, diesmal komme ich auch besser durch. Alter! Digga, diesmal bin ich nicht mehr nach oben gekommen. Und Deko ins Ziel. Bams, Digga. Alter. Ist so eine mexikanische Flagge da. Woo! Oh! Komm noch mal hoch, Baby. Digga! 20 Sekunden nur noch. Ein letzter Try. Das Behinderste an dem Rennen war auf jeden Fall die Karre. Digga, ich muss eigentlich vorher rausspringen. Ich schaff's eh nicht mehr bis dahin. Das war geplant, vorher rausspringen. Und... Lebe ich? Nein! Ich bin gestorben. Doch, ich bin leider noch gestorben. Aber Muchachos, wenn euch dieses Rennen gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Schlagt ihr die Zeit zum 12:41. Wir müssen dazu sagen, so richtig tryhard waren wir jetzt nicht unterwegs. Aber schreibt gerne eure Rundenzahl in die Kommentare. Bis dann, reingehauen.